JFT Just Fair and Direct. So, nochmals einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir hatten ja jetzt schon gerade einen Live-Trading-Room, die US-Opening-Bell. Und jetzt geht's direkt ins nächste Event. Der liebe Andreas Bernstein, wie schon angekündigt, in Kombination mit dem lieben Dirk Hilger, werden jetzt hier im Webinar online sein, mit dem Stereo-Trader und mit dem Live-Trading. Ganz kurz der Risikohinweis an der Stelle. Lest euch das bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was wir hier sagen oder die Jungs hier sagen, an Setups formulieren und gegebenenfalls vortraden, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen, wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switche ich mal direkt zum Dirk auf den Bildschirm. Beide sind schon im Hintergrund und können schon Hallo sagen. Ich grüße euch recht herzlich an dieser Stelle. Hallo. Andreas. Und Dirk? Ja, ich bin schüchtern. Der Dirk kommt ja auch noch. Dirk? Der Dirk schüchtern hat nicht. Der Dirk kommt gleich. Der Dirk, jetzt los. Ja, der ist auch schon da. Der Hallo, hat noch kurz ein Risikohinweis, ist auch am Start. Ja. Und, ja, ja. Und ich wollte schon sagen, schüchterner als ich, das ist ja schon taubstumm. Was? Ja. Ja, das ist nur schwarz-weiß. Ihr werdet das beide jetzt in Gebärdensprache abhalten hier. Ich will ja ganz raus sein. Ich übergebe euch gerne die Bühne. Und wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg. Da ist Andreas auch ganz kurz in der Kamera drin. Und drück euch die Daumen und viel Spaß und ja, leg los an der Stelle. Das war auch übrigens die einzigste Chance, wollte ich gerade sagen, als bester Referent hier optisch einzuwirken, indem ich Dirk seine Webcam ausschalte per Remote. Aber jetzt hat er es doch wieder zum Laufen gekriegt. Verdammt. Ja, so ist es. So, dann sage ich natürlich jetzt auch erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Event heute, NYC Opening Live Trading. Und wir haben es gemerkt, wir waren so ein bisschen spät an. Es gab hier so ein bisschen Verwirrung an diversen Stellen. Auch stand da mal kurz irgendwie Markus Klebe bei mir wieder im Titel. Jetzt steht wieder der Andreas Bernstein da. Und jetzt sollte es dann zumindest irgendwie passen oder zumindest mal richtig sein. Ob es dann passt, das werden wir dann noch rausfinden. Aber richtig sein sollte es erstmal. So, also wir tun unser Bestes, um jetzt hier nicht noch irgendwas weiter zu vergeigen. Ich habe schon gesagt gestern, ne, Andreas, ich habe dich schon angekündigt, habe schon gesagt, der Andreas, der quatscht mir wahrscheinlich wieder die ganze Zeit die Ohren voll und dann kann ich wieder auf nichts konzentrieren. Und aber gut, da muss ich dann wohl irgendwie durch. Ne? So, jetzt ist ja hier mit Bild dabei. Wir hatten ja auch geplant, das Ganze irgendwie mit Kamera zu machen, aber ich fürchte, das wird nichts. Nee. Dein Bild sehe ich leider nicht, aber egal. So, dafür sehe ich nachher dein Bildschirm, ist ja auch nicht so schlecht. Okay, gut, wie fangen wir an? Also, ich hoffe, euch geht's allen gut und sagt natürlich auch immer wieder Kommentare überall an allen Fronten. Wir sind auch live bei Trader Pulse, wie ich gerade gesehen habe. Wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt richtig los an Kommentaren. Ja, und Kritik und irgendwas zum Markt jederzeit bitte gerne. Und wie wir schon gesagt haben, nicht nachhandeln. Ne? Andreas, der Stummfilm ist vorbei. Ja, bei nicht nachhandeln, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich natürlich weiß, dass sehr, sehr viele sich unseren Blick auf den Markt anschauen, ganz genau anschauen und auch wissen, dass wir eigentlich ganz gut in den Märkten durchkommen, sonst wird man nicht das tun, was wir tun. Ja, siehst du das so? Ist das dein persönliches Resümee? Okay, so, wir sind so ein bisschen holprig unterwegs heute. Ne? So, hast du denn was vorbereitet, irgendwie an Markt oder an was auch immer, beziehungsweise an Bildern? Dann können wir uns das natürlich dann irgendwie auch zusammen anschauen. Ich würde erstmal auf der Tonspur, willst du erst den Markt anschauen? Sonst würde ich auf der Tonspur mal, auch wenn du es immer ignorierst, aber ja, es kamen Wirtschaftsdaten mal außerhalb von den NFPs. Für dich gibt es ja nur die NFP und vielleicht noch eine Notenbanksitzung und mehr gibt es ja da nicht in deinem Universum. Aber es gab tatsächlich noch viel mehr Wirtschaftsdaten heute, nämlich die Verbraucherpreise aus den USA, die CPI. Die würde ich gerne mal vortragen. Ich habe das auch vom Spiegel geübt als Kurzvortrag. Ich hatte 45 Minuten Zeit dafür. Absolut, mach das.
Okay, also die Kernrate der Verbraucherpreise in den USA steigt im September um 3,3% im Vergleich zum Vorjahr und übertrifft damit die Prognose von 3,2%. Die Verbraucherpreise, Kernrate im September allein lag plus 0,3% über der Erwartung von 0,3%. Und wir haben auch noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche bei 258.000 bekommen, erwartet wurden 222.000. Das alleine, also ich greife mal die letzte Zahl raus, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist stark gestiegen. So, und jetzt haben wir in der letzten Woche die NFPs, also Dirk sein Part, bekommen. Das waren ja die Non-Farm Payrolls, die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Die sind richtig stark gestiegen. Und jetzt geht dieses Pendel, eine Zinssenkung, zwei Zinssenkungen, keine Zinssenkung im November. Das geht immer so hin und her in dem FedWatch-Tool. Können wir uns nachher gerne auch nochmal anschauen. Und das verwirrt eben den Markt. Und deswegen gab es erstmal einen starken Ausschlag auf der Unterseite, wie man hier bei dir im Bild des Dow Jones sieht im 2-Minuten-Chart, wenn ich das richtig deute. Ich habe ja auch den Stale Trader. Schönes Tool übrigens. Und kommt jetzt wieder ein bisschen zurück. Also ich glaube, das ist so ein bisschen eine abwartende Haltung, die wir gesehen haben. Denn immerhin gab es gestern Dow Jones auch einen Rekordstand auf Schlusskurs-Level. Also nicht Intraday, ein neues Allzeithoch, sondern nur auf Schlusskursbasis. Ja, und damit übergebe ich dir das Zepter. Ja, damit bist du wieder fein raus. Ne? Das ist ja wirklich sehr nett. Nee, aber genau, das habe ich, genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich gestern auch noch in meinem Livestream auch noch gesagt. Das ist der höchste Schlusskurs ever im Dow, den wir jemals gesehen haben. Und das sieht natürlich erstmal auch logischerweise gar nicht short aus. Das ist klar, aber ich habe eine Short-Position da auch gestern schon auf dem anderen Konto aufgemacht. Sieht man jetzt hier nicht und habe das auch begründet. Weil ich da eigentlich ein großer Fan davon wäre, dass wir einen deutlichen Rücklauf bekommen, egal Schlusskurs hin oder her, weil aus dem einfachen Grund wir da gestern mit einem Squeeze raufgelaufen sind. Und also das war mal halt das eine. Das zweite war eben aber auch noch, ich habe ja immer so auch meine eigene Analysemethode und habe halt gesagt, wir sehen da oben halt zweimal Widerstand, wo er da halt irgendwie hingelaufen ist, die natürlich auch vorher schon da gewesen sind. Da ist er halt bis jetzt irgendwie kläglich dran. Oder was heißt kläglich? Er ist bis jetzt auf jeden Fall da halt irgendwie so ein bisschen dran gescheitert an dieser ganzen Geschichte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir diesen Squeeze, der für meine Begriffe hier unten gestartet hat, dann auch wieder zurückbauen werden. So, das heißt also irgendwo in dem Bereich von der 42.200, also in diesem Segment da unten, fände ich irgendwie schon recht angebracht. Ne? Und wenn man sich das mal im kleinen Timeframe anguckt, sieht man es natürlich ein bisschen deutlicher. Da müsste ich halt hier nur so ein bisschen anders skalieren. Eigentlich gibt es dafür auch Knöpfe im Stereo Trader tatsächlich, damit man es jetzt einfach schieben kann. Ich bin irgendwie der schlechteste Stereo Trader Anwender ever. Da stelle ich wirklich immer wieder fest. Soll ich dich zusätzlich noch nervös machen? Es ist wirklich so. Ne? Ich glaube, jeder andere kommt damit besser zurecht als ich. Ich wollte gerade sagen, die einzigen Knöpfe, die ich sehe, sind an deinem Hemd. Ja, sehr froh, dass ich wieder eins anhabe. Ja. Ach, das ist die Webcam. Ich habe die andere noch an. Achso, verdammt. So, was wir halt hier sehen, ne, ist halt zumindest hier spätestens ab diesem Rücksetzer, den wir da gestern halt gehabt haben, hier im M2 sieht man, das Ding läuft nur rauf, 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 rauf. Und das war natürlich schon so ein bisschen arg. Auch hier, ne, kein wirklicher Rücksetzer, sondern nur Range und dann weiter, 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 bis eben da halt oben unters Dach. So, kein neues ATH, das war soweit ja auch okay. Long war auch okay. Hatten wir auch irgendwie alles im Daily Stream auch alles irgendwie richtig gesehen vorher, dass der halt eben raus soll, dass er so krass laufen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. So, das heißt, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, okay, hier hat das Ganze begonnen bei 42.000, das ist das 150, das Segment hier 42.200, dann wäre es auch nur legitim, wenn wir dorthin eben dann auch wieder zurücklaufen würden. So, und das heißt, da würde ich auch drauf bauen, also auf einen Rücksetzer in Short, wir sehen es auch hier unten im H1, der ist jetzt mittlerweile auch im Framing, ne? Also Framing ist ja das, was ich immer gerne eben als Maßgabe nehme, Außenstäbe letzten Endes nichts anderes, aber der Markt, das sieht man immer wieder deutlich, orientiert sich schon recht gut daran. Das ist zumindest erstmal nach unten gerichtet, weshalb ich da jetzt auch relativ schnell eigentlich in der Short-Position gerne wieder drin wäre. Hier oben haben wir den Kassaschluss von gestern, das muss der gar nicht zumachen. Und deswegen würde ich auch hier direkt mal eine Runde dagegen halten. Trotzdem bitte nicht nachmachen. Ne? Ist echt oberwichtig. Und weil es kann ja alles ganz anders kommen. Hat es bei dir geklingelt an der Tür? Ich habe so eine Glocke gehört. Ja, das ist irgendwie, ich habe hier irgendwo noch das Euwax-Sentiment auf und da klingelt es ja ganz gerne mal. So, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig gut reingekommen, aber vorm Gap, ich finde halt auch, dass das Gap aufbleibt,
finde ich eigentlich auch immer relativ wichtig. Also wenn der Markt irgendwie tatsächlich runter soll, ein Gap Close von unten wäre jetzt für den ersten Moment nicht unbedingt irgendwie als bärisch zu werten. Also ist zumindest immer mein Ansatz. Ob das jetzt irgendwie klassisch betrachtet richtig ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber ich würde das halt immer so sehen und deswegen dann lieber vor dem Gap dann halt irgendwie reingehen, dahin, wo ich eigentlich, also vor allen Dingen, wenn ich dann halt irgendwie in die Gegenrichtung laufen will, als halt irgendwie ein Gap-Close abwarten, dann halt dagegen zu gehen. So, wir sehen ja zumindest mal, ne, wir haben hier eine Reaktion, das war jetzt so ein bisschen heftig, bin jetzt nicht so gut da reingekommen, der Stop liegt auch erstmal im Nirvana, weil ich ja gerne mal auch irgendwie Positionen skaliere, vor allen Dingen, wenn ich halt weitere Strecken laufen will. Und von daher ist das erstmal jetzt nicht so wahnsinnig falsch, wie man ja auch irgendwie gerade schon sieht, er drückt irgendwie auch gerade nicht runter. Man kann auch dann hingehen und sagen, okay, ich nehme einen Teil wieder raus, ne, so, dann habe ich jetzt halt durch das, was der Steer Trader eben halt macht im Money Management, da halt eben sauber dann auch zwischendurch immer wieder, beziehungsweise was heißt immer wieder, sauber zwischendurch eben das Money Management und dann auch jetzt so ausrechnet, deswegen liegt der Break-Even jetzt plötzlich da oben, ist kein Fehler, sondern es ist einfach nur dadurch begründet, weil halt eben die Gewinnposition hier direkt mit reingerechnet wurde. Ne? Und so kann man sich dann halt auch hier recht gut in den Markt einskalieren. Das funktioniert recht ordentlich. So, könnt jetzt auch sagen, ja gut, ich wollte ja nur eine Reaktion. Dann gehe ich da jetzt erstmal raus. Ich bleibe da jetzt aber erstmal dran, weil ich immer noch finde, dass halt irgendwie echt gute Chancen hat, dass es eben nach unten auflöst. Erstmal. So. Wie siehst du das? Bist du noch da oder habe ich zu lange geredet? Natürlich, genau konträr sehe ich das, weil einer musste ich ja auch abhatchen. Wir sind nicht an die Tiefs rangelaufen, die wir zu den Wirtschaftszahlen gesehen haben beim Dow Jones. Und solange die nicht rausgenommen werden, ist für mich der Dow Jones noch long. Und ich bin ja eher so ein Gap-Freund, der sagt, so ein Gap stört mich im Chart. Und wenn es mich stört, stört es auch andere. Der Nasdaq, der geht schon rein ins Gap. Der Nasdaq Future ist schon eingetaucht. Und ich glaube, dass der Dow Jones sich nicht nehmen lassen wird, auch nochmal an die Hochs anzuklopfen. Soll ich da mal meinen Monitor auch teilen, mal ganz kurz? Ja, und ich würde mal versuchen, ob ich das dann auch hinkriege, den zu zeigen. Wenn nicht, mache ich wie so ein Sportmoderator und werde immer die entsprechenden... Nee, mach ruhig mal. Ich versuche das irgendwie parallel hier hinzubekommen. Ja, musst du mir übergeben. Kann ich nicht selber, oder? Ich kann ihn dir nicht übergeben. Das geht nicht. Das muss der Admin machen, der ich nicht bin. Der du nicht bist. Okay, Moment. Wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam hin. Kamera. Übertragung. Ich gehe mal auf Übertragung. Nee, da ist kein weiteres Fenster. Gut. Während du dich mit der Technik auseinandersetzt, greife ich mal kurz das Thema mit dem Gap auf. Sehe ich grundsätzlich genauso wie du. Das ist immer was, was im Markt stört. Oder ich formuliere es immer anders. Der Dow liebt seine Gaps. Ja, also das sieht man auch immer. Sobald er mal irgendwie eins gefunden hat oder beziehungsweise eins gemacht hat und irgendwie angeht, ist es eben tatsächlich ganz oft so, dass der da halt auch irgendwie nicht mehr wegkommt, gefühlt. Ne? Und das ist sehe ich ganz genauso. Trotzdem finde ich aber halt hier, dass der das oder andersrum betrachtet, er kann ja trotzdem erstmal unten irgendwie sein Programm irgendwie voll machen, weil was er genauso liebt, sind nämlich halt von der anderen Seite betrachtet die Widerstände, die von der Oberseite vergessen wurden. Und eben halt auch das Framing. Und das spricht hier von meinen Begriffen. Zumindest jetzt im ersten Impuls, wir werden sehen, ob das stimmt, aber im ersten Impuls spricht das erstmal so ein bisschen dagegen. Deswegen bin ich da halt auch so ein bisschen vehementer auf der Short-Seite gerade unterwegs und fände es schon immer noch gut, wenn er das halt eben jetzt da nach unten dann auch macht. Wir sehen hier oben M15, da hat er jetzt natürlich, ist er irgendwie nach Long ausgebrochen, beziehungsweise das ist so ein bisschen verwirrend, weil das jetzt hier irgendwie gerade als Gap dargestellt wird auch, was er vorhin bei den News gemacht hat, ist halt die Frage, ist da wirklich eins, weil wenn da nämlich kein Gap ist, dann wäre das hier nämlich eigentlich rot, aber ich glaube, aber trotzdem ist es fachlich richtig, wenn ein Gap ist, das jetzt irgendwie als bullischen Außenstab darzustellen. Das nur mal am Rande. So, und deswegen hängt der hier eigentlich in einem bärischen Framing drin, also eigentlich in einem bärischen Umfeld. Und deswegen hat er auch Chancen, dass das halt eben funktioniert und dann halt noch nach unten auflöst. Und aber wir werden sehen, ne? Am Ende ist es ja immer so, man kann ja nur irgendwie einen Trading-Ansatz verfolgen und dann, ob es dann wirklich so ist, ob der Markt das dann wirklich so macht, das steht ja immer wie immer auf einem anderen Blatt. Ne? Weil wissen tut's ja, oder wir haben ja alle keine Glaskugel, ja. Können eben nur das, was wir als Indikation irgendwie in der Regel verlässlich verwenden, dann auch immer wieder anwenden und uns dann darauf verlassen,
dass wir halt eben möglichst einen statistischen Ansatz haben, den wir dann halt eben verfolgen. Aber grundsätzlich hast du recht mit dem Gap. Also bin ich komplett bei dir. Ne? Ich habe den Markus mal gebeten, nochmal reinzuschauen wegen dem Monitorteilen, dass das funktioniert. Ich schick's dir mal über WhatsApp rüber. Vielleicht kannst du das Bild in Screenshot ja irgendwie reinfummeln. Wenn nicht, warten wir auf den Markus. Ich habe einen Teilverkauf mit 50 Punkten jetzt realisiert und den Rest den Stopp am Tagestief. Und mal schauen, ob wir noch ein Stück höher kommen. Im Moment die letzten 4 Kerzen im 1-Minuten-Chart, die sind ja nur Ping-Pong. Also da hat sich der Markt genauso wie die letzten Tage entwickelt. Da tut sich nichts. Mhm. Erstmal ist Richtungssuche angesagt. Und wenn es dann in eine Richtung läuft, das haben wir gestern ganz deutlich beim Nasdaq gesehen, schlecht gestartet und dann ging es fast nur noch in eine Richtung, dann sollte man sich da nicht gegenstellen. Und ja, bin mal gespannt, was passiert. So, ich ganz kurz. Irgendwas geht ein Bildschirm nicht, habe ich gehört. Jetzt steht ja. Da Bildschirm teilen, genau. Und das Fenster habe ich nicht gehabt. Mein Fehler. Ich bin eben mit GoToWebinar leider nicht besonders firm und habe da jetzt irgendwie mal den Knopf gefunden. Den richtigen. So, ich versuche mal deinen Bildschirm zu übergeben. Moment, keine Ahnung, ob das gelingt. Ja, bei mir ist er jetzt. Probier mal, ob du. Andreas hat ihn schon. Ich habe mir schon den Bildschirm. Ja, auf YouTube ist er jetzt auch. Passt. Sehr gut. Genau. Also ich habe mal ein Stück knapp. Nochmal kurz zurücktesten. Moment, ich will das einzeichnen. Zwischendurch, Markus, auch wenn es jetzt ganz kurios klingt, traden wir ja auch noch. Aber kleiner Spaß. So, jetzt kann sich jeder andere nehmen. Nochmal, Dirk. Ja. Was muss ich jetzt wieder testen, oder wie? Jetzt kannst du bei übertragen einstellen, was du übertragen möchtest. So, ja. Aber bleib doch mal bei deinem Bildschirm jetzt erstmal. Können wir auch, aber irgendwann wird es ja. Ich wollte gucken, ob es funktioniert. Das war ja mir jetzt wichtig. Ja, okay. Gut, dann versuche ich das mal nochmal. Das, wie gesagt, hier mit GoToWebinar habt ihr hier wirklich den richtigen Kandidaten. Nämlich aber Andreas, du brauchst eigentlich nur den Moderator ändern, ne? Das hat es ja gemacht jetzt, oder? Ich habe einfach Bildschirmübertragung beenden geklickt. Nee, Moderator ändern musst du machen. Ah, okay. Moderator ändern und dann suche ich mir irgendeinen aus. Dirk. Gibt nur Dirk. Gottvater Dirk, ist das der Richtige? Ja. Ja, okay. Jetzt kommt bei Dirk die Anfrage. Gut. Genau. Jetzt, Andreas, kannst du den Moderator auf dich ändern? So. Ah, okay. Die große Runde, sorry für unseren technischen Hassel, den wir jetzt leider so ein bisschen haben. Das ist alles natürlich verstanden, Markus. Dann schönes Wochenende. Gut, weitermachen. So, okay. Ich bin wie immer irgendwie, also was heißt wie immer, ich weiß ja nicht, wer hier irgendwie dabei ist, wer mich schon mal irgendwie im Live-Trading gesehen hat. Ich bin immer halt immer fixiert auf den M15 und weil ich den gerne als Richtungsgeber nehme, zumindest für das, was dann halt eben im Anschluss dann in der Regel dann halt auch noch kommt. So, ich versuche jetzt auch hier mal mit dem Impuls nach unten zu gehen, direkt mal eine zweite Position nochmal hier reinzugeben. Das heißt also die ursprüngliche nochmal verlängern. Ich hatte jetzt zwischendurch hier mal ein paar Kontrakte rausgenommen und dann jetzt mal gucken, ob wir ein neues Low bekommen. Noch einen Stich irgendwie darunter, dann würde ich den auch direkt nochmal irgendwie rausnehmen, weil ich ja nicht wirklich weiß, ob wir da runterkommen oder nicht. Ne? Das heißt, die würde ich hier als Einzelposition, das ist bei euch natürlich sehr klein, das weiß ich, aber erstmal wieder rausnehmen. Jetzt ist mein Break-Even dann auch wieder höher gewandert. So, aber generell hier Take-Profit würde ich da auch nicht unbedingt liegen lassen. Wir sind jetzt hier im ersten Segment angekommen, hier im H1 sieht man es. Ja, hier nochmal irgendwie kurz drauf. So. Also im H1 sieht man, wo wir hier angekommen sind, nämlich, wo ist meine Kamera hin? Ah, okay, da sind wir. Nämlich hier unten jetzt auch auf diesem Level, also ne, ich baue natürlich auf meine Levels, die ich da drin habe, deswegen bin ich da jetzt erstmal wieder raus aus dem weiteren Short. Und hier sieht man ja halt auch zum Beispiel, wir haben einen Support hier auf der Unterseite, da darf er bremsen, hier war vorher mal ein Point of Control, da darf es Volumen geben. Und das war eben gestern auch eine potenzielle Rücklaufmarke. Und mein Ansatz war halt generell der, dass wir diese Bewegung, die wir gestern nicht gemacht haben, weil wir im Squeeze hier durchgelaufen sind, dass wir die heute nachholen, zuallererst mal. Und deswegen wäre auch hier jetzt mein erstes Target die 42.300. Also nochmal von hier aus irgendwie nochmal irgendwie 90 Punkte in den Süden, wäre mein Ansatz. Und dort ab was, oder beziehungsweise was dann ab dort kommt, ist mir eigentlich egal. Problem ist natürlich jetzt hier, und das sehen wir auch auf der linken Seite, sind natürlich diese Supports, die wir noch gehabt haben, in dem Ausbruch da halt gestern. Das macht es natürlich jetzt nicht unbedingt einfacher, da durchzukommen und könnte den Markt eben halt noch ein bisschen seitwärts halten. Auf der anderen Seite, wir sehen hier dieses
Ich sitze immer da so schief, es ist unglaublich. Wir sehen halt dieses Framing hier in Rot und das zeigt eigentlich runter in seiner Extension ebenfalls bis auf die 42.300. Ne? Also wo auch hier unten genau dieser Trendbruch gewesen ist. Das heißt, hier ist ja von der Abwärtsbewegung, auch wenn das hier jetzt nicht eingezeichnet ist, aber wir haben hier einen Zickzack und das letzte Zick sozusagen ist quasi hier oben. Und das, da ist er auch genau dran gelaufen bei dem Ausbruch gestern, hat das dann halt eben gekauft. Und dieser Trendbruch, der ist halt eben auch noch nicht bestätigt, mit einem Grund mehr, eben das, auch das mal irgendwie da unten voll zu machen. Und dann können wir uns nachher oben dem, dem Gap widmen, was wir da jetzt halt eben haben, wo man dann ja auch klar, ne, im Kassamarkt natürlich dann jetzt erstmal ein Loch sehen würde. Sehen wir jetzt hier natürlich nicht, weil ich jetzt hier keinen Kassadau am Start habe, sondern ja halt nur den oder beziehungsweise den durchlaufenden Dau, ne, wo die Futures halt noch zusätzlich mit drin sind. Man sieht jetzt auch, ne, es war richtig, das hier unten jetzt erstmal nochmal rauszunehmen, die Reaktion da unten, weil ich ja trotzdem immer noch nicht weiß, ob der da unten durchläuft. Keine Ahnung, wer soll ich das wissen? Und auch wenn ich darauf baue, heißt das noch längst nicht, dass der Markt da irgendwie auch irgendwie drauf baut, beziehungsweise die anderen Teilnehmer, die jetzt hier den Markt bewegen. Und das sind ja logischerweise nicht wir und auch nicht die Retailer. Und ich weiß ja nicht, ob die genauso irgendwie das, das Bild oder beziehungsweise ob es sich eben so darstellt wie, wie sonst auch immer. Und deswegen muss man da halt so ein bisschen zurückhalten oder beziehungsweise, wie soll ich sagen, irgendwie die Kirche im Dorf lassen oder bescheiden sein. Gibt es natürlich ganz viele Ausdrücke, die demütig, das halt eben treffen. Demütig. Bitte? Demütig. Ja, demütig. Ne? Wobei demütig würde ja auch bedeuten so. Naja. Ja. So, ich glaube so. Ja, ich kann mich nicht so weit runterbeugen mit meiner Frisur, aber du könntest. Nee, auch nicht. Auch nicht mehr. Na gut. Deswegen sitze ich auch hier die letzten Tage mit der Mütze. Nee, weil ich mir hier die, die Haare raufe jeden Tag und werden nicht mehr. Ja. So gerne ich es auch hätte. Gut. Hm. Okay, ich gucke mal über die Kommentare drüber. Also sorry nochmal für unseren technischen Hassel, aber wir schaffen es ja auch dann trotzdem irgendwie nebenbei noch anständig zu traden, wie man sieht. Und das ist ja dann auch irgendwie ganz okay. Oder sollte dann verzeihlich sein, weil wir sitzen ja auch nicht nur da und quatschen uns irgendwann zurecht, sondern zeigen es ja dann eben auch. Deswegen seht es uns bitte nach. Ja, also war eine super Leistung von dir, da auf das Tief da nochmal hin zu spekulieren. Wir sind ja auch einmal drunter gedippt, bei mir zumindest. Im Chartbild waren wir unter dem Tief, was es vorhin gab. Bei dir ironischerweise doch auch, ja, die rote Kerze, ich habe es ja kaum gesehen. Und die Rückeroberung hat dann natürlich auch wieder Eindeckungen mit sich gebracht. Also ich denke, da sind einige, die jetzt nicht so einen weiten Stopp haben wie du, auch gleich wieder rausgeflogen. Und das macht eben der US-Markt gerne, dass nochmal so ein Tief angelaufen wird, überschossen, genauso wie auf der Oberseite. Hoch angelaufen und überschossen. Und das wäre jetzt für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, da probiere ich es jetzt nochmal. Und das würde ich jetzt auch direkt live machen. Ich nehme mir mal den Monitor. Der Dirk ist auch schon gegangen. Der Rechner läuft weiter, kein Problem. Nehme ich mir mal rüber und zeige das gerne mal. Also jetzt hatten wir ja das Tief auf der Unterseite, wenn das mit Pfeil mal markierst, das war das erste Tief. Das zweite Tief ist dann hier entstanden und jetzt ist eine Rückeroberung entstanden. Und da habe ich es nochmal probiert, jetzt mit einem Stop-Buy reinzukommen, um davon zu profitieren, dass vielleicht ist das schon wahr, dass es nur so ein kleiner Shakeout war. Und solange wir nicht unter das letzte Tief dann wieder runtergehen, das wäre ja dann eine Fortsetzung von einer normalen Marktstruktur, die man im Trendhandel sieht, also fallende Tiefpunkte, fallende Hochpunkte ist, ich gucke mal kurz im Lexikon, ich habe ja hinten in meinem Bücherregal so 2, 3 Trading-Bücher im Moment, Trend, ja, da, Trend heißt das, genau, wenn sich die Tiefs hier tiefer reinschaukeln und die Hochs auch tiefer reinschaukeln, ein Abwärtstrend sogar, um es ganz genau zu sagen, und vielleicht ist es das eben nicht, ja, und wenn ein neues Tief kommt, dann wissen wir, okay, der Dirk kann seine Position noch weiter ausbauen, beziehungsweise kann den Stopp nachziehen im Trend. Und wenn das aber hier auch wieder nur so ein Ärgern, so ein Shakeout war, dann sehen wir auch auf der Oberseite nochmal die Anläufe zu denen. Und da hole ich mal den dritten Pfeil. Alle guten Pfeile sind 3 zu den Punkten hier oben, wo wir auch vorbörslich waren, bevor die US-Daten zu den Verbraucherpreisen rauskamen. Die ändern ja oftmals nur kurzfristig so eine Marktmeinung. Also da ist es oftmals so, dass das Ganze nochmal revidiert wird zum Marktstart, dann nochmal in die andere Richtung gedreht, dann sind
sitzen die ganzen Trader aus den Vermögensverwaltungen und Hedgefonds zusammen im Office und beraten nochmal, was machen wir aus den Daten. Das sieht man ganz, ganz deutlich auch bei deutschen Daten. Wenn zum Beispiel der IFO-Index kommt, passiert erstmal eine Viertelstunde recht wenig und dann kommt eine große Bewegung. Ja, dann kannst du sagen, okay, das Meeting zum IFO-Index ist abgeschlossen. Der Chef-Trader hat gesagt, wir machen jetzt dies und das. Und dann werden die Orders umgelegt. Und so stelle ich mir das auch in den USA vor. Also ich war noch nicht am US-Börsenparkett, habe das noch nicht miterlebt, aber allein aus Beobachtung der Marktbewegung kommt es mir so vor, als ob nach der ersten Richtung dann so ein kurzes Überlegen kommt und dann geht es nochmal in die andere Richtung. Was ich hier auch noch mit einfügen möchte unbedingt ist die Tatsache, dass man sehr oft in jüngster Zeit zwischen dem Nasdaq und den Dow Jones, deswegen habe ich auch beide laufen hier, in den einzelnen Kerzen eine Gegenbewegung jeweils sichtbar ist. Also oftmals der Nasdaq geht tendenziell ein kleines Stück hoch, der Dow geht ein Stück runter, dann geht der Dow hoch, der Nasdaq geht runter, also innerhalb der Minutenkerzen. Wenn du da mal versuchst, einen Schritt zurückzutreten vor dem Monitor, und das meine ich ganz ernst, ja, also nicht, Dirk kann das nicht zurücktreten, der sitzt ja schon mit dem Rücken zur Wand, also ich meine jetzt im Büro, so meine ich das natürlich, nicht falsch verstehen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, mehr als 2x2 Quadratmeter Büro zu haben, dann dreht mal ein kleines Stück zurück. Dann siehst du nämlich aus dem Augenwinkel heraus, wie diese einzelnen Kerzen sich aufbauen. Und jetzt haben wir zum Beispiel leicht rote Kerze. Jetzt funktioniert es gerade nicht. Super, Dirk. Jetzt hast du da drauf geguckt, es funktioniert. Also die ganze Zeit hat es funktioniert. Also dass man halt quasi sieht, wie die Märkte so ein bisschen konträr laufen. Bei dem letzten Tief im Dow Jones als Beispiel war ja der Nasdaq mit einem neuen Tageshoch ins Gap schon eingetaucht, während der Dow Jones ein neues Tagestief hier markiert hat. Also das wollte ich damit sagen. Jetzt gehen beide parallel runter. Aber das sieht man eben sehr, sehr oft. Und ich finde das immer sehr, sehr faszinierend, weil das für mich so den Hinweis gibt, dass durchaus eine Umschichtung zwischen Standardwerten und Technologiewerten geschieht und dass man hier auch von profitieren kann, wenn man zwei Märkte handelt. Und man muss sich nicht nur auf einen Markt fixieren und sagen, ja, der ist es, sondern, das mache ich zum Beispiel gerne, ich handle zwei oder drei Märkte parallel, also manchmal auch noch den S&P 500 am Nachmittag. Jetzt sieht man es, jetzt in der Kerze, genau, der Nasdaq rot Richtung Tagestief. Und schau mal, wenn es da drunter drückt jetzt im Nasdaq, ich mache auch mal wieder einen meiner Pfeile, die ich ja sehr spärlich nutze, wie du hier siehst. Das habe ich von Markus Klebe genannt. Der hat irgendwann so wie so ein Oberhäuptling so viele Pfeile eingezeichnet. Da dachte ich, oh Gott, was ist jetzt hier für ein Angriff gelaufen? Da hat man gar nichts mehr gesehen, aber das ist eine andere Episode aus meinem Leben. Jetzt geht es im Nasdaq Richtung Tagestief. Also dieser Extrempunkt wird hier vielleicht nochmal angelaufen, zumindest getestet. Und beim Dow Jones eben nicht. Der ging gerade nach oben und ich glaube, der kommt noch mal ein Stück höher. Oder glaube ich es oder hoffe ich es? Also auf jeden Fall bin ich immer noch long und versuche mal hier die letzten Hochpunkte so ganz leicht zu verbinden. Wenn es darüber hinausgeht, müssen auch die Marktteilnehmer so ein bisschen umschwenken und dann vielleicht auf der Oberseite ein bisschen mehr Bewegung zeigen, als er bisher gezeigt hat. Also der Trigger für die prozyklischen Trader dürfte dann um die 42.420 liegen und das neue Tief im Nasdaq. Da gehe ich dann genauso vor, wie ich es auch im Dow Jones mache. Neues Tagestief, und wenn das alte zurückerobert wird, versuche ich dann die Märkte zu kaufen, wenn ich sehe, da kommt ein bisschen Dynamik rein. Das sehe ich jetzt beim Nasdaq noch nicht. Also der eiert an dem ersten Tief weiter rum auf der linken Seite, aber man kann das auch mit einem Stop-Buy zum Beispiel so realisieren, dass man sagt, okay, den setze ich hier so knapp über das erste Tief und sobald es überschritten wird, so habe ich es vorhin beim Dow Jones gemacht, lasse ich mich in den Markt reinziehen, mal gucken, was passiert. Und wenn er nach unten total abkippt, ist ja nicht schlimm. Ja, also dann ist eben nichts passiert. Und nee, das ist schön. Wir haben, oder? Das wäre schön. Achso, der Nasdaq, okay, der ist mir jetzt gerade egal. Der ist dir egal. Also natürlich ist mir dein Schicksal nicht egal. Ich freue mich natürlich, wenn das für dich aufgeht, aber ich freue mich natürlich auch, wenn es für mich gut ausgeht. Ja, da, am Ende ist es ja so, du skalierst ja auch eine Position auf und ab. Das mache ich ja nun weniger. Und dadurch kannst du ja auch, wenn eine Position mal gegen dich läuft, innerhalb dieser ganz kleinen Zeiteinheiten die Gewinne einfahren, obwohl eigentlich diese Core-Position sich vielleicht gar nicht so gut entwickelt. Also das ist, wo ich das erste Mal gesehen habe, was du da machst, da dachte ich, ja, Zauberei. Aber das ist ein System dahinter. Ich habe es mittlerweile gecheckt. Ja, ich hoffe, dass ein System dahinter ist. Wobei, eine Zauberei ist es auch manchmal, wenn man irgendwie sieht, oh, Position fett im Plus und dann Position fett im Minus, das ist auch Zauberei oder nennen wir es ja vielleicht lieber Doofheit, vor der auch ich nicht gefeit bin. So, jetzt habe ich die ganze Zeit, habe ich gehofft, ne, so, ich krieg noch irgendwie
den Bildschirm noch schnell genug, habe ich aber jetzt leider nicht. Hatte mich zwischendurch hier mal genau da, wo du nochmal irgendwie auf neue Hoch spekulierst, hatte ich nämlich nochmal dann auch irgendwie hier nochmal das Ganze ergänzt. Soll ich meinen Bildschirm nochmal irgendwie... Gib dir deinen wieder, pass auf, damit wir es alle sehen. Wir sind nämlich jetzt hier möglicherweise gleich auch am Exit vom Trade. So, gucke ich nämlich mal. So, ich habe nämlich dann auch mal gemacht, was du gesagt hast, bin mal hier einen Schritt zurückgetreten, ja, und guck mir das mal aus der Ferne an, aus meinem 2 Quadratmeter Büro, und du hast recht, dann sieht das direkt irgendwie schon ganz anders aus. So, nein, was ich gemacht habe, was ich eigentlich sagen wollte, ist, also hier, nämlich genau hier habe ich vorhin kurz einen Short nochmal reingegeben, habe mich aber jetzt gerade hier nochmal in dieser Einzelposition ausstoppen lassen, weil ich jetzt trotzdem nochmal abwarten wollte, was das jetzt wird. Ich würde tatsächlich eher dann hier unten drunter nochmal reingehen, also unterm Value Area Low, ne, wo ihr hier auch irgendwie, wo man sieht, da kommt der Markt irgendwie auch gerade nicht so wirklich raus, nach unten weg, aber ne, warum, habe ich ja gerade irgendwie auch gezeigt, beziehungsweise warum es nicht verwunderlich ist, ist halt, weil hier unten die ganzen Käufer von den letzten Stunden gestern halt eben noch gewesen sind. So, von daher ist es natürlich völlig legitim, dass die jetzt hier auch nochmal da sind, weil, ne, wie es auch ja generell so schön heißt, wo Käufer waren, werden auch Käufer sein. Und umgekehrt ganz genauso. Und das haben wir halt hier natürlich jetzt einfach auch gesehen. Ich lasse die Position trotzdem drin, weil wir haben noch 10 Minuten, da kann schon noch irgendwie viel passieren. Und nur weil der jetzt gerade wieder ein bisschen auf der Oberseite stänkert, heißt das nicht, dass wir da oben auch durchgehen. Ich finde natürlich jetzt trotzdem, das ist nicht so wahnsinnig entspannend, die Position, weil man ja auch hier sieht, im 15 versucht er ja auch irgendwie nochmal da Richtung Mitte zu laufen und dann möglicherweise genau hier, wo der Stop liegt, ich schiebe den mal kurz weg nur, nämlich hier oben diese kleinen Highs, da möglicherweise dann auch nochmal irgendwie sich zu krallen. Das kann natürlich sein. Ne? Deswegen finde ich es halt auch immer wichtig, wenn man so einen Markt hat, wo es einfach nicht klar ist, geht das jetzt auf oder nicht? Da wird jetzt der ein oder andere sagen, ja, wann ist es denn mal klar? Es ist doch nie klar. Es gibt aber schon Szenarien, die halt eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. So, und ich finde halt hier eben dadurch, weil wir diese Käufe, die fetten Käufe da am Schluss im Squeeze hier unten noch gesehen haben, würde ich da halt nicht so ohne weiteres drüber hinaus handeln und dann irgendwie mich hinstellen und sagen, boah, das geht schon irgendwie, der macht das irgendwie gleich. Es gibt aber schon Szenarien, wo ich sage, das ergibt gar keinen Sinn, dass der jetzt irgendwie eine andere Richtung einschlägt, und das haben wir hier halt nicht. Ne? Und von daher ist es halt völlig okay, also beziehungsweise dann auch in dem Moment richtig, das so zu machen. So, jetzt habe ich hier den Stop irgendwie gerade verquatscht. Ich wollte ihn ja eigentlich nur kurz dahin legen und nicht da liegen lassen, aber okay. Die Position ist jetzt erstmal raus und ich würde trotzdem nochmal irgendwie gucken, ob er da halt reinkommt. Aber ich glaube generell, so vom von Anfang an betrachtet, bis über das, was da halt passiert ist, war das schon, glaube ich, trotz allem eigentlich ganz okay, ne, so wie das gelaufen ist. Nur klar, den Exit hätte man dann auch irgendwie komplett hier unten machen können, aber es ist schon auf jeden Fall viel richtig gemacht worden hier. Stimmt. So, und jetzt kommt deine Abteilung mit dem Kurs. Nochmal? Ich übernehme nochmal. Ja, klar, gerne. So, also, jetzt sind wir rund 100 Punkte im Plus. Mit der Position also auch den Stopp nachziehen. Der Ausbruch ist gelungen, weil dann, wie es vorhin ja mir wünschte, auch die Trader rausgegangen sind, die short waren nach der ersten Session. Jetzt ist die große Frage, ich habe mal meinen Take-Profit gelegt auf die Hochpunkte, die wir vor den Zahlen 14.30 gesehen haben. Das ist knapp über dem Hoch, was es in der Öffnung gab. Da ist der Pfeil dran. Und vielleicht wäre das was, wo man hier sinngemäß auch Gewinne mitnehmen sollte erstmal, weil das so eine Art Widerstand ist. Wenn du aggressiver bist, ziehst du den Stopp hier oben ran und sicherst dir dann 50, 60, 70 Pünktchen. Und wenn du halt geschmeidig ein junger Typ bist, wie Dirk, wo du auch mal sagst, da lässt ein bisschen Luft an den Hals und das obere Hemdknopf einfach weit geöffnet, dann kannst du... Auch mal wahr. Ach komm, du bist doch Baujahr 85, Dirk. Ja, genau. Oder war das dein Bizeps? Ich weiß gar nicht, irgendwas war mit 85. Andreas, Chart, mach weiter. Ruhepuls, dann war es der Ruhepuls bei ihm. Okay, 85, irgendwie hatte ich mir die 85 gemerkt, keine Ahnung. Und ja, dann lasse ich den Stopp mal hier stehen und hier oben wäre das optimale Ziel. Ob es da hinkommt, weiß ich natürlich selber nicht. Aber so viel möchte ich mir sichern und das Setup, hatte ich jetzt schon erklärt, war neues Tagestief, wurde zurückgekauft. Hier dann manuell rein,
kein neues Tagestief und damit entsteht dann vielleicht ein Richtungswechsel, der dann uns erstmal weiter nach oben bringt. Also ich möchte jetzt genau das hoffen, was du vorher nicht gehofft hast, dass es nur eine kleine Gegenbewegung gibt, dass der also gleich noch eine Ecke höher zieht. Und wenn wir hier oben ankommen, man kann natürlich mit dem Sell Trader auch Positionen halbieren, Teilverkäufe machen, alles klar, alles richtig. Ich handhabe es meistens so, dass ich dann versuche, nochmal einzusteigen, weil wenn er da durchbricht, dann gibt es auch oft nochmal einen Rücklauf. Das ist ja dann das vorbörsliche Hoch. Das Gap ist noch nicht geschlossen übrigens. 80 Punkte sind es im DAX beim Gap und beim Dow Jones sind es 44. Also das würde ich dann abwarten, danach die Gegenreaktion und dann vielleicht nochmal neu einsteigen. Der Dow ist auch der stärkste Index jetzt von der Entwicklung in der letzten halben Stunde im Vergleich zum S&P 500 und dem Nasdaq. Genau, also das gebe ich auch gerne mal in Discord rein. Darf man das sagen? Discord gibt es auch einen Kanal. Darf man sagen. Natürlich. Ich darf das sagen. Da tue ich jetzt ein Chartbild mal reinstellen für alle, die dann quasi heute keine Zeit haben, am Nachmittag und dann abends die Bilder sehen und sagen, ach, da wäre ich aber gern dabei gewesen. Ja, genau. So, habe fertig. Wir können ja warten, entweder auf meinen Bildschirm oder auf deinen nochmal. Ja, wir haben ja deinen Bildschirm noch, ne? Also von daher bleib da ruhig drauf. Irgendwie guck mal, ob dein Trader irgendwie aufgeht. Ich bin, also wie ich ja vorhin schon, vor allen Dingen ein Ansatz, ne, irgendwie halt das Gap nicht zu schließen. Ne, das ist natürlich für Short schon irgendwie nicht so unwichtig, wie ich finde. Und deswegen bin ich da auch ein Fan davon, da oben auch nochmal dagegen zu halten und eben nicht, dass wir keinen Gap-Close erstmal kriegen, sondern jetzt auf die letzten Meter am liebsten irgendwie einen ordentlichen Rückgang nach unten. Also das wäre jetzt auch nicht so untypisch, zumindest für den Dow. Da ist immer eine Überraschung gut. Gestern zum Beispiel so 17, 18 Uhr, da kam ja kaum eine Gegenbewegung. Da ging es ja 100, 150 Punkte fast am Stück. Ja, ich habe gedacht, was denn da los? Und danach ist aber wieder die 150 gefallen. Der fasziniert mich immer wieder. Ich mag eigentlich den Nasdaq eher, aber du magst den Dow. Und damit wir auf einer Ebene reden, habe ich mir halt auch mal heute den Dow vorgeknöpft. Ausnahmsweise. Ansonsten ist der... Das ist wie nach einer zu langen Heirat, zu langen Hochzeit, zu langen Ehe. Ja. Das ist irgendwann von mögen hat man, ist dann keine Rede mehr, ist ja dann Hassliebe. Das stimmt. Na, dann lassen wir mal den Nasdaq gucken. Also, selbes Setup. Da habe ich auch das erste Tief hier gesehen, geduldig gewartet, tief unterboten. Und als dann der Markt anzog, hier mit einem Stop-Buy die Order reingestellt. Das würde ich jetzt auch schon mal nachziehen. Also auch da Risiko rausnehmen. Und mein Ziel ist dann auch, dass wir irgendwo hier oben wieder landen, wo der Markt eröffnet hat. Der hat allerdings diesen Spike nach oben zur Eröffnung nicht gesehen, der Nasdaq. Aber trotzdem könnte er ja so ähnlich wie gestern ein bisschen brauchen, ehe er einen Schwung kommt. Und wenn er dann einmal einen Schwung kommt, weiterlaufen. Also ich bin da frohen Mutes. Haben wir noch irgendwelche News, die zufällig irgendwie 16 Uhr oder so reinkommen? Nein, heute nicht. Ich habe alles im Blick und vorbereitet für dich. Wir haben 16.30 Uhr noch den Erdgas-Lagerhaltungsbericht und dann erst wieder Neuseeland 23.30 Uhr. Also wenn du mit deinem YouTube-Stream zu Ende bist. Ah, okay. Ja gut, dann passt ja wieder. Dann passt ja. Also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass der jetzt da oben durchgeht. Ich glaube wirklich, dass der in den nächsten anderthalb Minuten nochmal irgendwie halt unter dem Point of Control irgendwie läuft, also nochmal ordentlichen Rückwärtsgang, weil es einfach vom Bild her, ich meine, unmöglich ist es nicht, es wäre vom Bild her für mich das blanke Chaos. Also wenn der jetzt direkt da oben rausgeht, dann hätten wir wirklich einen Markt, wo ich dann heute sage, ey, boah, da machst du lieber was anderes, gehst du lieber irgendeinen Garten umgraben oder sonst irgendwas, weil dann ist das halt irgendwie, weil dann keine Struktur mehr da ist. Ich brauche halt auch immer so ein bisschen Struktur also persönlich sowieso, aber eben halt auch im Markt. Und die ist halt bei mir momentan, weil der M15 vorher halt irgendwie hier nach unten gestellt war, nochmal nach unten gestellt und dann halt jetzt irgendwie direkt nach oben raus, ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Das kann er dann eher so nach 16 Uhr machen, okay. Auch im H1 haben wir ja das Framing eben nach unten. Ich gehe mal nochmal kurz, so, du bist jetzt eh raus, ne? Ja, zeig mal, da bin ich raus. Nur noch Nasdaq. Ich war auch so frei, habe hier nochmal irgendwie da oben nochmal dagegen gehalten jetzt gerade. Und habe es aber nicht erwähnt, weil ich den Andreas da auch nicht so sehr irritieren wollte. Aber generell bleibe ich bei diesem Bild. Andreas, kann ich nochmal den Bildschirm irgendwie... Natürlich, gebe ich dir doch gerne, Dirk, Mensch. Und wie ich ja gerade gesagt habe, der macht das eigentlich schon sehr gerne, so auf die allerletzten Meter in einer Stunde und das scheint gerade so ein bisschen der Fall zu sein. Hier oben nochmal halt irgendwie fast die gleiche Position wie vorher. Was ich natürlich meine, ist halt hier dieses Framing, dieses rote Umfeld und das gleiche eben hier unten auch im H1.
Und mit Struktur ist eben gemeint, dass der halt sich diese Struktur nicht willkürlich permanent irgendwie ändert. Das ist damit gemeint. Und deswegen, und das meinte ich eben damit, halt so ein bisschen Ordnung eben in dem ganzen Ding. So, da wir jetzt aber hier flat, beziehungsweise sowieso aufhören, gehe ich jetzt hier erstmal flat, nehme das nochmal mit, weil ob der jetzt hier runter geht, weiß ich genauso wenig wie vorhin. Der kann jetzt auch nochmal irgendwie dagegen laufen, muss er aber nicht. So, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das jetzt irgendwie nicht so falsch. Damit ist dann auch die Frage beantwortet vom YouTube-Chat. Bist du noch short? Habe ich gerade, wie gesagt, ich habe es nur deswegen nicht, ich habe es ja nur, als der Andreas dabei war, ja nur gesagt, na, ich, ne, da oben, ich wäre schon ein Freund davon, da nochmal dagegen zu halten. Mehr habe ich das nicht gesagt, aber okay. Das passt ja. Also Andreas ist irgendwie im Plus raus, ich bin im Plus raus. Andreas war long, ich war short. Ja, so haben wir es nicht häufig so bei unseren Live-Tradings, Dirk, wenn ich das mal sagen darf. Es ist ja auch okay so, ne? Also ich meine, von daher, wenn der Markt halt so rumeiert, ne? Und von daher, warum will man sich da auf irgendeine Richtung festlegen? Und deswegen muss man Stop nachziehen, man muss Positionen rausnehmen, man muss ein bisschen bescheiden sein. Ansonsten kriegt man nämlich eins aufs Maul. Mhm. Ah, da gibt es übrigens ein neues Lied, aber es ist nicht von dir. Was? Da gibt es ein Lied übrigens jetzt von Stefan Raab, Paar aufs Maul. Vielleicht könntest du dir das T-Shirt mal besorgen. Kennst du das? Nee, aber ich mag ihn auch nicht. Na gut, muss ja nicht. Gar nicht. Also ich hat auch eine längere Geschichte, warum, aber egal. Hat er mal bei dir bei TV Total irgendwie einen Witz über dich gemacht? Nee. Das hat ein bisschen anderen. Aber ich erzähle dir jetzt mal beim Bier, wenn wir uns mal wieder sehen. Ja, wir sind beim Bier. Also du siehst ja mich nicht, aber ich bin schon... Nein. War ein Spaß. Also, ja. Nasdaq läuft weiter nach oben, ein kleines Stück. Dow verharrt rechts und links. Ich denke mal, es ist auch 16 Uhr. Also wir haben ja auch mit Vorgesprächen den Wirtschaftsdaten da eine Menge heute abgeliefert und vielleicht auch Lust gemacht aufs nächste Event. Was sagst du? Ja, also ich habe keine Lust mehr, aber... Vielleicht willst du ja nochmal. Na, du hast ja einen Knebelvertrag. Also du musst ja. Nein, natürlich, jederzeit gerne. Ich glaube auch die Zuschauer und die YouTube-Community und so weiter hat sich auch sehr gefreut, als ich gesagt habe, so, hey, ich mit dem Andreas Bernstein. Und doch, ich glaube, das ist aber wirklich, kommt, glaube ich, ganz gut an, wenn wir das zwei machen. Und das ist zumindest gerne gesehen. Also wir können ja mal eine Abstimmung mal irgendwie machen, aber hey, das spricht doch jetzt irgendwie auch gerade, allein das Ergebnis, ja. Ich sage halt auch immer so, man muss einen ja nicht mal irgendwie mögen. Ich hebe ja auch keinen Anspruch, dass mich jeder irgendwie mag, ja, im Sinne von mögen und vielleicht. Aber egal, ich finde, von alledem abgesehen, dass wir hier doch irgendwie brauchbaren Content ja auch irgendwie liefern. Und du vor allen Dingen, ich kann ja nur irgendwie malen und ein bisschen handeln, aber du kannst das immer sehr gut erklären und von daher... Du hast die Knöpfe. Immer eine gute Kombi, du machst halt beides gut, also gar keine Frage. Und aber finde ich halt immer gut, wenn man das irgendwie auch ganz nett kombinieren kann und eben, wie du das eben auch gemacht hast mit den ganzen Wirtschaftszahlen und so weiter und so fort, wenn das schön da reinpasst, ja klar. Ja. Dann machen wir das gerne wieder. Also Wiederholungscharakter hat das Format auf alle Fälle. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir mal alle in den weiteren Handel und genießen den restlichen Tag. Es muss ja nicht den ganzen Tag sich um Trading drehen. Genau, so sieht's aus. Also ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Big sorry nochmal für den Anfang, ne, wo wir da halt eben so ein bisschen technischen Stress gehabt haben und ein bisschen probieren mussten. Naja, ist halt auf die letzten Meter, ist halt hier so ein bisschen was irgendwie kompliziert geworden. Wir haben es aber gelöst gekriegt und trotzdem alles hinbekommen. Gut. Richtig. Alles klar. Dann bis bald, Dirk. Ich freue mich. Ciao, ciao. Ja, bis dahin. Danke. Schönen Tag in die Runde. Bye, bye. JFT, just fair and direct.